Willkommen, Freunde, zu Kapitel 6, das Drama des Dionymos. Kapitel 4 war das härteste bis jetzt, fand ich. Kapitel 5 war wieder sehr kurz. Und gucken, wie Kapitel 6 ist. Idea where this notebook might be hidden? It's a fairly large theater, you know. Afraid not. But how big can it be, really? Was ich so geil finde, das spielt irgendwie alles in der Vergangenheit. Oh. Und that's just the lobby. Wait until you see the auditorium. Schwester hat schon Laptop. I'll leave you to search while I resolve some issues with the WeatherTech devices. I'll check in with you later. All right? Sure. This might take a while. Sieht alles so sauber aus hier jetzt, ne? Ist auch schick, ne? Mit dem Boden und den Glanzeffekten. Also wenn ich so ein Haus hätte, so ein riesiges. Ich glaube, würde ich das auch so ein bisschen so einrichten, oder? Ich weiß es nicht. Das sieht echt schick aus. Bevor du kommst hier rein, in eine Riesenhalle. I am terribly sorry. The tower upgrades demanded my attention far longer than I anticipated. I hope I haven't kept you waiting long. Not at all, sir. I'm still learning how to best get. Ach, hier sind wir jetzt im Theater. This, Miss Archer, is the Helios Grand. I'm glad you like it. We have a wonderful lineup of performances this year. And if you look closely, up there, that is your private balcony, from where you'll be able to watch them all. The balcony used to be my own, but I insist you take it as a welcome aboard gift and as a token of my appreciation for your research. What? I don't know what to say, sir. Oh, it is the least I can do. And please, call me Nicole. Balcony? It's not mine, not anymore. And people will always gossip. It interests me. Come now, let me show you the view. Of course, of course, of course. A private balcony. Would you hide your research there, Ada? Frage ist so, wie kommen wir da hin? Da kommen wir ja nicht weiter, ne? Nee. Weil es geht nämlich auch darum. Müssen bestimmt auch irgendwie nach unten. So, hier können wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Hat eben von einem privaten Balkon gesprochen. Wie kommen wir denn hin zu dem Balkon? Ob sie da vielleicht irgendwas versteckt hat? Hier geht's hoch. Kommen wir hier zu dem Balkon. Ja, hier sind wir richtig. Wenn wir uns schon erschrecken sollen, dann. Always wanted to see her perform. Hier ist ein Loch, aber wir können uns an der Seite vorbei mogeln. Boah, das geht aber tief runter, ey. Da darfst du auch keine Höhenangst haben. Das ist ja was für mich.
From there, it was merely a matter of building. But enough about me. What about you, Ada? What about your family? You had a sister, if I'm not mistaken. Yes, Rose. Well, Rose Archer. And if you think I'm stubborn, wait till you meet my sister. What does she do? She's a journalist. Is that so? Sie sprach von ihrer Schwester, aber voller Begeisterung. Oh. Jetzt klettern wir hier noch lang. Oh, ho, ho, ho. Das ist aber sehr mutig, gerade weil die der Boden sich auch bewegt hatte. Ja, das Beben hier. Wahrscheinlich, weil der Kern kurz vorm Explodieren steht. Da musst du schon gute Nerven haben. Noch ein Bild. Frau Arche, Frau Archer hatte Glück. Steinmetz. Okay. Ah, here we are. I do hope it will provide you with much joy while aboard the Helios. Wonderful. I really cannot thank you enough. Nonsense, my dear. Just continue to pursue your theories. Ist das hier der private Balkon, den sie hatte? I truly believe you are onto something revolutionary, Ada. It's just missing that final spark. I hope the Helios will provide the resources required for us to find it. Because when we do, we will have changed the world forever. To changing the world. To changing the world. Suchen Sie in Adas Rang nach Ihren Forschungsergebnissen. Not here. Immer gut, dass ich hier nicht rausgegangen bin. Not here. Ich wollte nämlich schon abhauen. Du weißt hier auch noch mal was? Nee. Sind nur Aufzeichnungen. Ne, wir haben hier keine andere Option, die ich jetzt sehe, die wir ziehen könnten. Haben wir auch schon geguckt. Okay, hier können wir nochmal gucken, genau. On. There's a secret room in my room. Ah. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. Wird verwendet, um den Theatergästen Aufzug im privaten Bereich zu rufen. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun. Super. Center stage. Holy shit. Ada, I hear you. Sehr gut. Das ist ja super, dann gehen wir jetzt auf die Bühne und... Ich hoffe, dass wir da nicht wieder fliehen müssen, ey. Diese Flucht-Szenen waren bis jetzt am übelsten, fand ich. Und auch, dass ihre Schwester umgebracht wurde. Ein geiles Bild. Direkt zur Bühne kommen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, angetrocknetes Blut. Alright, center stage. How do I get up there? Bühne in Mitte, wie komme ich da drauf?
ist das Orchester. Das wäre die Bühnenmitte. Okay. So if I was super secret research, where would I hide? Ah, hier ist ein geheimes Labor. Wenn man sich überlegt, dass ein Schiff das gebaut hat, ey. Schon heftig. Oh nein. Kann ich mich denn bewegen? Jetzt. Do you remember me, Rose? Do you remember what you did? Ich erinnere mich an dich. Ist ja gerade das, was mir Sorgen macht. Where did he go? She was here before. She is here now. She was here before. She is here now. She was here before. She is here now. She was here before. She's here now. Zu. Muss irgendwo mal auf sein. Aber der findet uns nicht. Dass wir auch wirklich schnell genug sind und den richtigen Weg laufen. Zu sterben. Noch ein Durchgang. Problems, ich bin jetzt bei dem hier im Reich, ne? Hier war ich doch schon mal. Erwischt sie ihn und zieht ihm mal ein paar vom Kopf. Zu, okay, vielleicht hier geradeaus links an ihm vorbeigekonnt oder so, ich weiß nicht, aber ich dachte, ich müsste zurück. Da geht's noch nicht lang.
So. Was ist denn überhaupt hier? Es ist so dunkel. Könnte ich hier wieder zurück? Nee. Hier ist noch eine Tür. Oder am Weg, besser gesagt. Mann, ey. Pfeil geht nach links, wir laufen aber geradeaus. Aber das war richtig, dass wir so gelaufen sind. Weil der Pfeil war nur eine Falle sozusagen. Ah, er verbrennt, ja? Ich hoffe, er hat es nicht überlebt. Ja, ist ja echt knatter, der Typ, ey. Where the hell have you been? I could have used you like 5 minutes ago. You found the notebook, didn't you? I bet you did! Right? Right? Yes, Aubrey. I got the notebook. And then I ran into Ludwig. Oh no. Are you okay? I'm fine, Aubrey. And thankfully, Ludwig took a face full of fire, so that's one problem less. Okay, da möchte ich rein. Ich glaube aber nicht, dass ich daran vorbeikomme. Bad news? I'm lost. Ich muss hier rein. I think there's an elevator here, but I can't really tell. It's too dark. Aha, not a problem. Pay attention to the lights around you and let me know when they start blinking. All right? Sure. No, nothing. Wait! Now! Aubrey, now! Oh, that's deck 66. Next order of business, getting you that elevator. Fantastic, Aubrey. Thank you again for everything. I'm coming to make good on my promise. You have no idea how good that sounds. Wait, let me get the doors. Die Frage ist nur, kann man den Typen trauen, ne? Das weiß man nicht. Oh, god damn it. Eieiei. What's wrong? There's... Ugh, gross. There's the body of a man crucified against the elevator wall. Is there a different elevator you can send up? I'd rather not. It's the only one. It's the only one, Rose. I hate this place. I hate this place so much. One leaf in, one thorn out. Thanks for doing this, rein. Ja. Ein Dorn raus, genau. Das, die Atemübung hat sie mit ihrer Schwester mal gemacht, um sie zu beruhigen. Boah, ich möchte da gar nicht hingucken. Das muss ja stinken, ey. So, Freunde, wir haben auch Kapitel 6 beendet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Kommentiert mal das Video, wie ihr das Game findet. Lasst mal einen Daumen da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.